Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prey. So, jetzt gehen wir in die Psychotronik, um eben die Leiche des Doktors zu finden. So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es freut mich ungemein. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Und man merkt auch den Unterschied der Bildqualität. Lasst doch mal da bitte ein Feedback, ob das auch wirklich so für euch ankommt. Oder euch so ankommt. Das wäre mega. Oh, da müssen wir... Oh, ich gehe wieder vom Ring in die Traufe. Nein, Quatsch. So. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher morgen. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. So, hier haben wir Otto Lauda. Otto Lauda, okay. So, wir gehen aber jetzt erstmal zu unserer Nebenmission, die Psychotronik. Den Hammer. So, wie komme ich denn da rein? Fehler. Oh, da liegt Munition und nochmal ein Upgrade für die Waffe. Und hier ist nichts. Badezimmer. Warte mal, wir gehen nochmal kurz hier hinter. Da war sonst keine Tür mehr, gell? Nee, sieht nicht so aus. Nun gut. Gehen wir weiter. Oh, mir ahnt nichts. Oh, Hebekraft 2. Warum? So ein elektrischer, ne? Was habe ich noch alles an Munition? 12. Das war auch nicht gut. Oh, es ist hier gar nichts. Es war nur er. Warum? Wie ist noch ein Mimik? Können wir was schnabulieren irgendwie? Auch nicht, ne? Nur ein Heben. Ja, trink mal halt ein.
Ich hab's gewusst. Ah, ich hab's mir gedacht, dass da einer ist. Kruzifix. Jetzt bist du schon vorsichtig genug. Hier soll mal reinkommen, gell? Aber warum? Hier ist Exit. Ich ist immer reingekommen. Quatsch, ich bin voll doof. Hier lang. Oh, da wird es auch nochmal hingehen. Erste Hilfekasten wäre mir jetzt lieber. Ekelhaft. Ich vergesse immer, dass ich eine Taschenlampe habe. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Hä? Psychoskope, ja, ich will ja gerne da hoch. Das heißt, ich muss ins Loch reinspringen. Oh, Erste Hilfe. Hebekraft 3. Nur um da die Sachen zu kriegen, ne? Wären schon geil. Das ist doch so unfair, ihr Bastarde. Och komm. Das gibt's doch nicht. Tödliche Kombos. Hm, was du nicht sagst. Boah, echt jetzt? Ich muss hier alles nochmal neu machen? Hier war einer, gell? Schon wieder so ver... Mann, es war zwar besser, aber immer noch schlecht.
So, jetzt sind wir hier. Komm, die Krattel sind doch gleich da unten. Ich habe gedacht, ich komme da irgendwie durch. Warte, die Kombo. Hier ist aber noch einer. Es waren noch drei. Mausrad zoomen. Das Psychoskop war ein Durchbruch. Neben den Neuromods die wichtigste Tech auf der Talos 1. Ich habe noch keinen Chip. Es macht diese Unterbrechungen immer. Wenn Sie mehr über Sie erfahren möchten. Übrigens haben Sie das erfunden. Psychoskop. Schalte das Psychoskop mit Y an und markiere und scanne damit Gegner in der Nähe, indem du bei von Scans entdeckst du neue Fähigkeiten, die du durch das Installieren von Neuromods erwerben kannst. Das hätte ich jetzt hier an dem Viech machen können. So, jetzt nochmal kurz auf I. So. Neuromods. Aufsätze, Anzugaufsätze haben wir nicht. Mimikdetektor. Da ist er jetzt drin. So. Ich muss trotzdem noch ein Stockwerk höher, um eben einmal die Fluchtkapsel und einmal hier zum... Na, wo ist er denn jetzt? Den und den. 49 Meter. Sind Psychoskope erforderlich. Oh. Soll ich die Position wechseln? Abgeschlossen. Scanvorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Okay. Wow. Na, schubst mich bitte nicht. Hab ich mich gerade verjagt, ey. Sobald du genügend Scan-Daten hast, öffnen sich die Labore. Und noch wichtiger, du kannst dann Typhon-basierte Neuromods installieren. Dann kann dich nichts mehr aufhalten. Genau darum geht's bei dieser ganzen Sache, Morgan. Du hast 3 Jahre deines Lebens damit zugebracht, es möglich zu machen, ihre Fähigkeiten auf uns zu übertragen. Du hast es nur vergessen. Er redet immer so komisch, ne? Ist er jetzt Freund oder ist er Feind? Der Bruder. Ich kann es nicht sagen.
ist ja gar nichts drin. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Kinetische Explosion verfügbar. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Alien-Forschung. Können wir den wieder runterlassen? Ich schicke dir den Code für einen Tresor in Direktor Karlstrops Büro. Er hat dort sicher Neuromods versteckt. Nutze sie, um eine der Typhon-Fähigkeiten zu installieren. Mach das und du überlebst vielleicht lange genug, dass ich dich wiedersehe. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Den will er jetzt nicht scannen. Warum? Keine weiteren Daten, okay. Da ist der Tresor von dem Doktore. Direktorbüro. Boah, Glück, das war... Das war knapp. Das Bewusstseinsfeld, okay. Da ist der Tresor. 5, 6, 2, 7. Neuromod-Fabrikatorplan. Ja, ich kann ihn selber bauen. Schaut doch viel geiler. Morgen. Eine Warnung. Wenn Sie genügend Typhon-Organismen scannen, können Sie starke Neuromods installieren. Aber genau die sind der Grund für dieses Chaos. Erst einmal werden die Verteidigungsgeschütze der Station sie als Alien-Bedrohung ansehen. Und vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Auswirkungen. Ich möchte nicht, dass sie sich verlieren. So, erster Kontakt. Ach Quatsch, guck dir das an. Angriff auf einen Astronauten. ...1965 Weber. Der vermehrt sich. Okay, die killen sich gegenseitig. Ach Quatsch, nee. Das ist größer geworden. Ist das Viech jetzt hier bei uns drin? Hört sich so an, ne? Schinkentomate, okay. So, wir müssen reden.
Wir müssen reden. Unser hochgeschätzter Kollege Dr. Gelbers stellt ein Problem dar. Wir müssen zeitnah per Looking Glass reden, Alex. Tukais Verletzung. Dr. Kilstrop. Patient Tukai besteht darauf, sich die Hände in einem Maschinenteil eingeklemmt zu haben. Die Wunde weist aber eindeutig Bissspuren auf. Vom menschlichen Zehen. Jemand hat ja den Finger abgebissen. Halt, warte mal, das ist doch die, die hier mit der Recyclingladung rumgespielt hat. Ah, gut. Als ich die Sicherheitsdienst gefragt habe, ob sie die Finger gefunden haben, damit sie sich wieder annehmen kann, meinten die, die Maschine hätte sie zermalmt. Was ist hier bitte los? Danke, Elizabeth. Resistent gegen Telepathen. Okay, das lassen wir jetzt mal, das ist zu viel Text. Und ich möchte euch nicht langweilen. So. Erstmal F. Jo, geht mir rüber. Das war's jetzt dann auch schon, gell? Sehr schön. Energie. Hier ist ein Luftschacht. Okay, hier könnte man entriegeln. Aber da ist noch ein Luftschacht. Ausschalten. Ah, das wäre, wenn ich jetzt das Ding nicht repariert hätte, hätte man das hier ausschalten können. Ja, verstanden. Anti-Rats, jawohl. Ah, warte mal. Dieser Arschi, hast du das gesehen? Der wollte doch gerade... So, Neuromods. Im Inventar habe ich schon 5. Können noch ein bisschen. Das war's jetzt. Anti-Rats, die Zange, Medikits. Kann ich da auch die Anzahl ein bisschen erhöhen? Okay. 30er Pack Munition, dann mache ich gleich nochmal eine. Noch eine, komm. Weil wir haben es gerade. Medikit auf jeden Fall. Wir müssen nach oben. Nein, wir müssen einfach mal nach oben gehen. So. Aber hier geht's nach unten. Schau, die sind oben. Schau da oben. Da müssen wir hin.
Oder ich möchte einfach dahin. Aber ich habe doch die Glue-Kanone. Scheint nicht so. Hi. Warte mal, ich kann dann nach oben fahren? Nee, nach unten. Hä, wieso habe ich jetzt gerade einen Fall nach oben gesehen? Abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Eine Notiz. Ein Haufen Notizzettel, okay. Not a Mimic. Ah, da hat sich eine Hilfestellung gegeben. Dass er weiß, dass es echt ist. Na? Ab und zu hakt es ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Alter, fick dich doch. Gott, nee, oder? Ich hab nicht gespeichert. Wir sind hier oben. Okay, alles klar. Jetzt machen wir wie folgt. Ich speichere. Und wir machen jetzt hier erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Prey. Ciao, macht's es gut.